Oma Wutz, aber wo ist sie? Ich hätte gedacht, das war die Stimme der Wolken. Oma Wutz? Hier bin ich. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Was? Ich bin Peppa Wutz. Achoo. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Und nun alle. Was, vor dem Bus? Frau Mümmel ist die Busfahrerin. Oh nein. Volle Kraft voraus. Wiedersehen. Er hat's aber noch weit mitgeschafft, muss man nicht meckern. Und alle lachen sich kaputt. Oh nein. Jetzt gibt's Schweineschnurrschnitzel. Wir sind da. Herzlich willkommen in Opi Mümmels Dinosaurierpark. Okay. Oh. Gibt es hier etwa echte Dinosaurier? Nein, hier gibt es nur echte. Echte Dinosaurier sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Edmund Elefant. Das war ein Zombie, auch ein Dino, Mann. Kennt sich mit Dinosauriern aus. Ja, er ist ein Schlauberger. Ja, wir haben etwas Besseres als echte Dinosaurier. Was kann denn besser sein? Singende Dinosaurier! Das ist nicht besser als echte Dinosaurier. Alles klar. Papa, musst du jetzt üben, wie man auf- und abspringt? Nein, Peppa. Ich muss eins sein mit der Pfütze. Genau so. Ich glaube, so hat sich das der Deos bei Bildhauern vorgestellt. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wiedersehen. Bis später. Bis später. Wo ist Oma Wutz? Ich glaube, die ist tot. Hallo, meine Liebchen. Das war die Stimme von Oma Wutz, aber wo ist sie? Ich hätte gedacht, das war die Stimme der Wolken. Oma Wutz? Hier bin ich. Vergraben. Wir räumen den Speicher auf. Was denn? Unten im Boden oder was? Ach nee, er hat Oma Wutz dort gefunden und dann aufgeräumt, nach unten vergraben. Ganz verständlich. Ist ein Speicher. Der Ort, an dem wir unsere alten Sachen aufbewahren. Alt wie Oma Wutz. Genau. Ich meine, recht hat sie ja. Pedro hat ein neues Spielzelt. Hier kommen Peppa, Schorsch. Und jetzt wird Tono mit dem Doppeldeck überfahren. Sind wir denn jetzt auch Cowboys? Nein. Wer will ein Cowboy-Lied hören? Kannst du denn ein echtes Cowboy-Lied singen? Na klar. Ja, hab ich mir selber ausgedacht. Hört mal her. Also ich hab keine Ahnung, was da immer für Lied kommt, aber ich hab das zur Sicherheit mal zensiert. Pedro Pony. Pedro Pony ist nicht da. Das hört sich nach etwas an, wo ich dann sagen könnte... Oh. Nett. Oh, das war's schon. Okay, war ganz cool. Ausbaufähig, aber ganz cool. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.